Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit einer neuen Karte, 21 neuen Mods und 2 Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Schlupf Gaming, Franz, Ivica, Leon, Ghost und Benji für die Abos. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben gestern die Grenze der 1000 Abonnenten überschritten. Da hier nochmal mein allerliebster und allergrößter Dank an jeden einzelnen von euch. Danke für eure Unterstützung für den Kanal. Es geht weiter. Das nächste große Ziel ist 1500 Abonnenten, damit wir uns bewerben können als Partner von Giants. Dann würde ich sagen, geht's los mit den neuen Mods. Und zwar fangen wir wie immer an mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für den Lizard MT von Castor und dem Deutsch-Schweizer Agrarservice. Downloadgröße 12,19 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Farbanpassung an den MAN Milch-LKW, diverse Kleinigkeiten gefixt, Mod-Icon und Store-Icon neu gemacht. Das zweite und damit letzte Update für heute, das kommt von Vanquish 081, heißt Auto Palettes Manager, Downloadgröße 1,95 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, angepasste Palettenposition, behobenes Problem in APM Version 04. Und dann kommen wir natürlich zu der neuen Karte. Diese heißt Adelshofen, kommt von MN99, MN97 und Martin N. Downloadgröße 100,51 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, herzlich willkommen in Adelshofen. Die Karte ist fiktiv und soll eine Region Mitteleuropas darstellen. Bei den Feldformen ist für jeden etwas dabei, denn einige Felder sind rechteckig und andere sind sehr natürlich und geschwungen geformt. Die Karte wurde für kleine und mittelgroße Höfe erstellt, beinhaltet jede Menge Details. Neben dem Ackerbau wurde für das Augenmerk besonders auf den Wein- und Olivenanbau sowie die Forstwirtschaft gelegt. Auch eine Pappelplantage wurde angelegt. Insgesamt gibt es 39 Felder und 4 Wiesen. Für alle Forstfreunde unter euch gibt es 23 Waldgrundstücke. Der Oliven-, Wein- und Pappelanbau wurde auf 16 kaufbare Flächen verteilt. Zu kaufen gibt es insgesamt 92 Grundstücke. Um den Spaß am Spiel aufrecht zu erhalten, wurden 10 Produktionen und 6 Verkaufsstationen verbaut. Zu den Verkaufsstellen zählen die Bäckerei, die Zimmerei, Getreidefabrik, eine Molkerei, die Ölherstellung, die Schneiderei, die Rosinenfabrik, die Spinnerei, die Getreidemühle und die Zuckermühle. Eure Erzeugnisse könnt ihr beim Landhandel, beim Bauernmarkt, dem Sägewerk, der Biogasanlage und dem Biomasseheizwerk verkaufen. Sammelobjekte wurden ebenso verbaut. Wir befinden uns wie immer am südöstlichen Ende der Karte und machen einen kurzen Überflug. Also wir sehen, die Felder haben wirklich, wie gesagt, zum Teil rechteckige Formen, also quadratisch praktisch gut Formen und aber auch natürliche oder organische Formen. Die Karte weist einen sehr großen Anteil auch an Forstwirtschaft aus. Was auffällt, ist, dass die Karte sehr, sehr schön und wirklich einwandfrei in die umliegende Landschaft eingebaut worden ist. Also richtig schön gemacht. Das ist dieser kurze Überflug. Es gibt verschiedene Teiche und Seen, wo man Wasser holen kann. Hier unter uns, da haben wir eine kleine Wein- oder Olivenhain, der hier angebaut worden ist. Wir gehen natürlich dies noch im Detail nochmal durch. Das ist auf jeden Fall mal der Überflug über diese Karte. Wir schauen mal die Karte im Detail an. Also wir können sehen, es ist natürlich eine 2x2 Kilometer Karte. Das ist also eine Standardkarte, daher auch für alle Plattformen. Wenn wir als neuer Farmer starten, haben wir dieses ganze Umland hier, das zu uns gehört, kostet 44 Euro, 112 Hektaren sind das. Zu unserem Hof, der hier ist, gehören auch weitere Flächen dazu, zum Beispiel Feld Nummer 2 mit einer Größe von 2 Hektar. Dann haben wir das Feld
25 mit 0,6 Hektar. Dann haben wir dieses kleine Feld hier. Das hat 0,36 Hektar. Das ist also eine dieser Parzellen. Dann haben wir das Feld 30, 0,18 Hektar. Wir haben ein bisschen Forstwirtschaft, was zu uns gehört. Das ist dieses hier, das ist 2,25 Hektar. Ja, das ist also diese Ackerflächen und Forstflächen, die zu uns gehören. Wir haben auch noch dieses Feld hier. Das ist, hat jetzt keine Nummer, sondern das ist ein Feld mit Oliven drauf. Und da haben wir 0,3 Hektar, was zu uns gehört noch, ja. Der Anbaukalender ist der Standardkalender, also alles Standard hier. Dann schauen wir uns den Verkaufskatalog an und wir können sehen, dass wir schon einiges in unserem Silo haben. Und zwar einmal Weizen haben wir, das kann verkauft werden, Gerste kann verkauft werden, Raps, alles die ganzen Früchte, die Standardfrüchte können verkauft werden. Dann natürlich Baumwolle, Zuckerrohr auch, Saatgut haben wir auch schon etwas in unseren Silos. Dann kommen wir zu den tierischen Produkten, also Eier, Wolle und Milch kann natürlich verkauft werden. Dann kommen wir zu den Hackschnitzel, Silage kann verkauft werden, Holz, Gras, Heu, Stroh kann verkauft werden. Dann kommen wir zu den Produktionen und zwar kann Mehl verkauft werden. Dann die Bäckereiprodukte können verkauft werden, wie Brot und Kuchen. Die Molkereiprodukte können auch verkauft werden, Butter, Käse, dann die Spinnerei, die natürlich den Stoff herstellt, der kann auch verkauft werden, sowohl wie auch die Kleidung danach. Die Zuckerfabrik, die ist natürlich auch nicht unnütz, hier kann der Zucker auch verkauft werden, Honig und Müsli kann verkauft werden, die drei Ölsorten können verkauft werden, Rosinen können verkauft werden, Traubensaft natürlich auch und natürlich noch die Gewächshausprodukte. Dann natürlich Schokolade, Bretter, Möbel kann auch verkauft werden. Mist und Gülle können auch verkauft werden. Kalk kann nicht verkauft werden, aber es gibt drei Kalkstationen auf der Karte. Dann gibt es einen Gesteinbrecher. Das sind also alle Früchte und alle Produkte aus den Produktionen, die können tatsächlich verkauft werden. Sehr gut in diesem Falle. Wenn wir schon dabei sind, dann schauen wir auch mal gleich rein, welche Produktionen alle verbaut sind. Und zwar haben wir verbaut einmal das Sägewerk, dann haben wir die Traubenverarbeitungsanlage, wir haben die Molkerei, wir haben die Bäckerei, die Schneiderei, dann haben wir zwei große Gewächshäuser, die schauen wir uns nachher an, dann haben wir die Getreidemühle, wir haben die Schreinerei, wir haben die Zuckerfabrik, Ölmühle und die Müslifabrik, dann haben wir hier die BGA und die Spinnerei, die verbaut worden sind. Bei den Ladestationen haben wir zum einen hier oben eine Kalkstation, dann haben wir hier eine zweite Kalkstation, dann haben wir natürlich das, was zu unserem Hof gehört, das sind ein paar Silos da. Dann haben wir noch eine Kalkstation hier unten bei der Biogasanlage, dann haben wir eine Elektroladestation und eine Biomethan-Tankstelle. Sehr, sehr gut. Des Weiteren haben wir Verkaufsstellen oder Abladestellen, haben wir hier den Landhandel. Dann haben wir den Gesteinbrecher, dann haben wir den Bauernmarkt, dann haben wir die Vielannahme mit Ballenannahme. Das ist unser Hofsilo, das ist natürlich auch eine Abladestation. Und wir haben das Biomasseheizkraftwerk. Wir gehen mal zu unserem Hof und schauen mal an, was zu unserem Hof gehört, wenn wir als neuer Farmer starten. Also wir haben zum einen mal hier zwei Gewächshäuser, einmal hier drüben, einmal hier. Das sind also die Standardgewächshäuser. Dann haben wir hier das zweite Gewächshaus. Dann haben wir hier schon mal einen Traktor stehen mit einem Anhänger mit Wasser, der schon mal befüllt ist. Das ist auch schon mal sehr, sehr praktisch. Das steht hier also schon bereit. Und dann haben wir hier ein paar Bienen, die hier auch schon tätig sind. Wir haben eine große Halle. Schauen wir uns mal rum. Das ist eine Riesenhalle. Da ist einiges an Equipment da. Das schauen wir uns nachher gleich im Detail an. Ich gehe jetzt nicht jedes Equipment durch. Dann haben wir hier ein paar Kaufstellen. Und zwar kann hier gekauft werden Saatgut oder Mineralfutter. Aber da ist schon gefüllt mit Saatgut. Und dieses ist gefüllt mit Mineraldünger 60.000 Liter. Also wir haben schon einiges da, was wir sofort verwenden können.
Dann haben wir hier natürlich unser Hofsilo mit einer Kapazität von insgesamt 500.000 Liter. Das hat schon drin 42.530 Liter Weizen, 33.200 Liter Raps, 15.201 Liter Gerste und 9.524 Liter an Sojabohnen. Das ist super praktisch, dass wir schon einiges im Silo dran haben. Dann hier haben wir auch nochmal einen Unterstand aus einer Halle. Dann haben wir hier natürlich unseren Teich, wo wir auch Wasser holen können, was notwendig. Das ist das, was erstmal rein auf der Hoffläche zu uns gehört. Wir schauen uns mal an, was an Equipment zum Hof gehört. Wir haben zwei Kompakttraktoren, wir haben den Steyr 8150, wir haben den Rex 420 von Landini. Das ist also der Kleintraktor für den Weinbau oder Olivenbau. Wir haben drei mittelgroße Traktoren, wir haben den Axion 800, den Valtra 8750 und den Massey Ferguson 3670. Dann haben wir einen Mähdrescher, den Topliner, einen klassischen, dann haben wir das Schneidwerk dazu und natürlich auch noch den Transportanhänger für das Schneidewerk. Wir haben einen Pickup-Truck, wir haben einen Anhänger und zwar den Karat 140 von Klaas. Dann haben wir etwas an Traubentechnik da, wir haben den kleinen Anhänger, wir haben den kleinen Düngespritze von Hardy und wir haben das Vorschneidewerkzeug für die Trauben. Dann haben wir natürlich auch den kleinen Mulcher, der gebraucht werden kann in Weinbau. Dann haben wir einen Pflug von Pöttinger, der Arbeitsbreite hat von 1,20 Meter. Das ist nicht gerade weit. Dann haben wir einen Grubber, einen 2,5 Meter Grubber. Wir haben die Seetechnik, da haben wir einen 3 Meter Seemaschine. Dann haben wir einen Düngerstreuer, das ist der kleinere der beiden Bridas. Wir haben eine Ballenpresse und zwar ist diese Ballenpresse für Pappel, weil ja, wir schon Pappel verbaut sind und die auch schon zu uns gehören. Dann haben wir den Kessler und den Pinot, die zu unserem Hof auch mit dazu gehören. Dann haben wir natürlich schon gesehen, den Anhänger für Wasser und Milch. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Gewichte, die zu unserem Hof oder zu unserem Arsenal gehören. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in den Flugmodus und fangen mal oben rechts an und fliegen mal über die Karte durch. Also was auffällt, es ist eine Karte, die hat ein ziemlich ausgeprägtes Höhen- und Tiefenprofil. Also das geht hier ziemlich berghoch und bergrunter. Das ist jetzt also nicht eine Karte, die flach ist, überhaupt nicht, sondern da gibt es erhebliche Senkungen und Steigungen drin. Also wir haben hier oben den Landhandel. Und eine Kalkstation, wo wir Kalk kaufen können, das ist diese hier. Verkehr gibt es auch auf der Karte. Natürlich gibt es auch Verträge. Hier unten gibt es eine weitere Kalkstation. Da ist der Viehhandel. Das ist die Bäckerei. Hier oben haben wir das Sägewerk. Hier haben wir den Olivenhain, wovon einer dieser Abschnitte zu uns gehört. Hier haben wir noch ein bisschen Sonnenblumen und noch ein bisschen Kartoffeln. Also einen Streifen Kartoffel, einen Streifen Sonnenblumen und dann wieder Oliven. Die gehören nämlich dann auch, ein Teil gehört zu uns. Das ist dieser Teil hier. Da ist unser Pickup-Truck. Hier unten haben wir die Traubenverarbeitung. Hier haben wir die Weinreben, die zum Teil zu uns gehören. Und da haben wir auch nochmal ein Kartoffelfeld, ein längliches. Das geht hier also ziemlich steil, ne? Also aufgepasst. Hier haben wir unsere Starterfarm. Hier drüben ist der Händler. Da ist noch einiges an Equipment von uns zurückgeblieben und zwar einmal ein Gewicht, zweimal Gewicht und einmal den Vorschneider für die Reben ist doch da geblieben. Hier unten haben wir die Getreidemühle. Dann haben wir das Biomasse-Heizkraftwerk da. Die Schreinerei, hier haben wir die Pappeln, die verbaut sind. Das eine Feld, und zwar dies hier, das gehört uns. Da haben wir die Biogasanlage. Hier drüben haben wir noch weitere Produktionen. Und zwar haben wir hier drüben
Zum einen die Ölmühle und die Müslifabrik. Hier unter uns haben wir die Spinnerei. Hier oben in der Luft fliegen noch komische Sachen rum. Da gibt es noch ein bisschen Dekorationsmaterial. Und zwar sind das Motorex-Fässer. Die liegen, stehen hier, hängen hier in der Luft. Hier drüben auch noch mal zwei. Ich glaube nicht, dass das so sollte. Das müsste wahrscheinlich dann noch rausgefixt werden. Ich weiß nicht, inwiefern das stört, aber sie sind da. So. Und hier haben wir natürlich die ganz großen und vielen Forstgebiete. Da sind sehr viele verbaut. Die Feldgrößen sind also von sehr klein, von 0,1 Hektar bis zu 15 Hektar. 20 Hektar haben wir hier. Also es gibt Wälder in jeder Größe, für jeden Geschmack. Diese kleinen Parzellen hier, die können einzeln gekauft werden. Also das ist praktisch, um klein anfangen zu können und dann eventuell zu expandieren. Ja, das ist der kurze Überblick über die Karte. Mich spricht die Karte an. Also es ist schön, dass hier gewisse Sachen schon vorbereitet sind. Also so wie die Pappel, wie die Oliven und die Trauben. Das animiert doch mal etwas anderes zu versuchen. Finde ich sehr gut gemacht. Sehr schön dekoriert ist sie auch. Ja, gefällt mir gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit den nächsten neuen Mods und beenden hier diese kleine Kartentour. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod. Und zwar ist das der Fiat 605C. Dieser kommt von Pepe978. Downloadgröße 11,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Raupentraktor mit einer Standardleistung von 56 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 54 Litern, Maximalgeschwindigkeit 13 km/h und kostet 19.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu 250 Kilo Frontgewicht, 450 Kilo Frontgewicht oder Heckkraftheber, Heckkraftheber mit 250 Kilo Frontgewicht und dasselbe mit 450 Kilo und zurück zu Standard. Dann beim Design kann man entweder diesen haben ohne oder mit einer Kabine, und zwar die Fiat-Kabine, oder zurück ohne Kabine. Bei der Motorenausführung haben wir den 605C mit 56 PS und wir haben den Super mit 68 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Fiat OM und Terracotta. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Fiat OM, Terracotta, Grau und Schwarz. Und natürlich betrifft das nicht die Felge an sich, sondern die Raupe. Sehr schön zu beobachten hier ist die Einstiegsanimation. Also wenn ich jetzt hier einsteigen will, gibt es eine sehr schöne Einstiegsanimation. Klingen tut er sehr, sehr gut. Die nächste neue Mod ist der Lizard Bale Lift. Kommt von Grubby, Downloadgröße 1,07 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist ein Ballensammler, wiegt 150 Kilogramm und kostet 1600 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot Neu, Rot Alt und Orange und dient natürlich dazu, Ballen transportieren zu können. Und zwar kann dieser sowohl an den vorderen Dreipunkt wie auch an den hinteren Dreipunkt angehängt werden. Wir kommen zum CHB1 T2. Dieser kommt von Ostri, Downloadgröße 2,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist natürlich eine Ballenzange und kommt mit dem Gewicht von 300 Kilogramm und kostet 820 Euro. Wir kommen zum Gewicht 800 Kilo. Das kommt von 750 Ti Modding, Downloadgröße 3,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht natürlich mit dem Gewicht von 800 Kilogramm und kostet 1000 Euro. Die nächste neue Mod heißt Valtra T-Series CVT Südamerika. Kommt von Senior Vertex, Pedro Amorim, Downloadgröße 22,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieser Valtra standardmäßig mit der Leistung von 195 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 500 Litern, 40 Litern DEF, 55 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht ist bei 10,7 Tonnen. Der Preis 135.000 Euro. Hier kann ein vorderer Kotflügel hinzugebaut werden, entweder nein oder natürlich ja. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Mithas, Continental, BKT, Lizard, Michelin und Trelleborg. Die Reifenvarianten gibt es ziemlich viele zur Auswahl. Wir gehen mal kurz durch die Lizard durch und da gibt es hier diese Reisreifen in der Zwillingsausführung hinten, Reisreifen 2, das auch in der Zwillingsausführung und zurück zum Reisreifen. Die Beleuchtung kann geändert werden von Standard zu LED-Leiste, Modell 2 Scheinwerfer, Modell 2 Scheinwerfer mit LED-Leiste. Dann gibt es die GPS-Konfiguration, entweder nein oder mit GPS. Dann kommt der Sensor hier oben drauf. Dann können die Scheiben getönt werden, und zwar mit Insulfilm Medium oder starker Insulfilm. Dann können vorne noch gewisse Schutzvorrichtungen und Gewichte hinmontiert werden. Und zwar haben wir die Option Standard und dann mit Gewichten, Schutzgitter, Schutzgitter 2, Schutzgitter 3, Schutzgitter 4 und Standard. Dann beim Zubehör kann hinzugebaut werden ein Wasserfass, das ist dieses hier. Einmal Wasserfass 1, Wasserfass 2, dann eine Antenne kann hinzugebaut werden, dann ein Kanister, der kommt dann hier hin. Dann Wasserfass und Kanister und da gibt es jetzt alle Variationen und Kombinationen, die möglich sind. Radgewichte können hinzugebaut werden und zwar einmal mit 320 Kilo, dann 640, 960, 960 Kilo in der zweiten Ausführung und bis zu 1280 Kilo können als Reifengewicht hinzugebaut werden. Dann beim Lenkrad gibt es Modell 1 und Modell 2. Anhängerkupplungen gibt es Standard oder Zugmaul hinten, also ein zusätzliches Zugmaul. Kugelkopf, Dreipunkt, und zwar betrifft jetzt diese Dreipunkt vorne die Möglichkeit, hier eben den Dreipunkt hinzuzubauen. Dann Zugmaul hinten 2, Dreipunkte plus Kugelkopf und da gibt es einfach diese ganzen Variationen. Dann gibt es das Kabinenheck-Design, entweder nein oder Valtra-Logo oder das Nummernschild oder zurück. Dann gibt es bei den Auspuffanlagen den Auspufftopf Original, Auspuff direkt lang oder kurz oder zurück zum Original. Frontladeranbau kann hinzugebaut werden, entweder von Quickie oder Hauer. Die Motorenausführung gibt es den 195er mit 195 PS, den 210er mit 210 PS, den 230er mit 230 PS, den 250er mit 250 PS, den 280er mit 280 PS und den 280er Chip mit 320 PS. Dann die Hauptfarbe kann ausgewählt werden aus dieser riesengroßen Palette. Die Gegengewichtfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, das ist also das hier das Gewicht betreffend. Die Farbe des Auspuffs kann gewählt werden zwischen Standard, Schwarzmetallic, Silbermetallic oder Silbermetallic 2. Die Farbe des Wasserfasses kann auch angepasst werden zwischen helles Weiß, mattes Weiß, glänzendes Plastik, mattes Plastik, Silbermetallic und Silbermetallic 2. Und natürlich gibt es noch die Felgenfarbe, da haben wir die Standardpalette, das ist diese hier. Das war's zu diesem Traktor. Eine ganze große Menge an Konfigurationsmöglichkeiten gibt es hier. Wir kommen zum Joskin Trans Space 8000. Dieser kommt von Mantrit, Downloadgröße 7,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einem Volumen von 28 Kubikmetern, wiegt 8,6 Tonnen. Maximales Zuladegewicht von 34,4 Tonnen und kostet 34.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden von 28 Kubikmeter auf 31 Kubikmeter und sogar noch auf 35 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein, BKT, Nokian und Trelleborg. Dann gibt es hier die Frontscheibe, die kann hier gewählt werden zwischen Metall und Glas. Dann gibt es die Fahrgestellfarbe, die kann gewählt werden aus der gigantischen Palette hier. Die Hauptfarbe kann aus derselben Palette ausgewählt werden, die Designfarbe
natürlich auch und die Felgenfarbe natürlich dann auch. Wir kommen zum Brandner E11 550 PS Plus. Dieser kommt von Juli 7250. Downloadgröße 5,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Miststreuer mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 9 Kubikmetern, wiegt 3,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 8,3 Tonnen, braucht 80 PS, hat eine Streuweite von 8 Metern, 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 30.000 Euro. Das Streusystem kann geändert werden zu F4H und damit wird die Streubreite vergrößert auf 12 Meter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann den Ankupplungstyp, der kann geändert werden von Öse zu der Kugelkupplung oder zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Schwarz, Orange und Rot. Wir kommen zum Göweil RBS. Dieser kommt von Agrardesign Austria. Downloadgröße 2,76 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist das ein Ballenaufschneider. Fassungsvermögen eine Balle, wiegt 440 Kilogramm und kostet 1850 Euro. Das Logo kann geändert werden zwischen neu und alt. Dann gibt es die Standardzinken oder zusätzliche Zinken. Dann kann ausgewählt werden, wie der angehängt werden soll. Einmal 3-Punkt-Aufnahme, Euro und 3-Punkt-Aufnahme. Dann gibt es Hauer und zurück zu der 3-Punkt-Aufnahme. Wir kommen zu den verbesserten Schleppschläuchen. Diese kommen von RLSF Martin, Downloadgröße 35,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit allen Womack und Samsung Streu. Verteiler oder Gülleverteiler, die wurden ein bisschen verändert. Und zwar wurde die Teilbreitenschaltung erweitert, und zwar Teilbreitenschaltung zwischen 9 Meter, 15 Meter, 18 Meter, 21 Meter, 24 Meter und 30 Meter, respektive sogar bis zu 36 Meter. Das ist natürlich ein bisschen entsprechend dem, was hier gebraucht wird. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das die Werkzeughöhensteuerung für Schneidwerke von Didi Mod Passion, Downloadgröße 89 kb in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar beinhaltet dieses Pack alle Schneidwerke, die Standard mit im Spiel sind. Es wurden denen die Möglichkeit hinzugegeben, die Höhe manuell zu steuern. Also wir können klassischerweise mit der V-Taste können wir das Schneidwerk heben oder senken. Wir können es jetzt aber auch manuell machen, können jetzt das manuelle senken oder heben auf die Höhe, wo wir das möchten. Können natürlich auch, wie gehabt, diese Sachen hier anpassen, das Rad oben. Und somit, wenn wir das manuell nach unten stellen, wird die Geschwindigkeit oder die Arbeitsgeschwindigkeit des Schneidewerks ignoriert, weil er das offiziell nicht unten geschalten ist. Das heißt, es ist die erste Mod, die auch für Konsolenspieler ermöglicht, die Arbeitsgeschwindigkeit zu ignorieren und schneller zu ernten. Wir kommen zum Anhängeradapter für Radlader von AI Modding. Downloadgröße 0,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Adapter mit einem Gewicht von 150 Kilogramm und kostet 500 Euro. Die Farbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Beim Kauf eines Anhängers muss darauf geachtet werden, dass hier die Ösen, die Zugöse-Vorrichtung drin ist. Also mit der Kugelkopfkupplung funktioniert dieser Adapter nicht. Also aufgrund von mehreren Anfragen werde ich auch mal diesen Valtra jetzt benutzen, einsteigen, dass wir den Ton hören und auch ein bisschen Einzelheiten darauf eingehen, was dieser dann als Funktionen noch bringt. Ich steige mal ein und wir achten mal, was hier drinnen passiert. Also die Armlehne geht runter, das Display kommt nach oben. Wir schalten den mal ein. So, ihr könnt schon sehen, wir haben mal die Motorhaube geöffnet. Die kann also geschlossen werden. Wenn wir drin sitzen, kann hier die Sonnenblende verstellt werden. Dann haben wir die Möglichkeit, das Lenkrad zu verstellen.
Und wir können das sogar in der Tiefe nach vorne oder nach hinten ziehen. Dann kann vorne die Höhe verstellt werden. Und natürlich können Türen und Fenster geöffnet werden. Sogar mit dem entsprechenden Klang. Auch hinten. Und jetzt, wenn ich aussteige, hört man sogar die Handbremse, wie die angezogen wird. Super schön gemacht, dieser Traktor. Schau mal, hören wir uns bitte mal an in Aktion. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Fix Verkaufen an Produktionen. Dieser kommt von TN4799, Downloadgröße 11 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod behebt, dass beim Verkaufen an einer Produktion die Güter nicht mehr der Produktion eingelagert werden. Die Güter werden nur noch eingelagert, wenn jemand die Produktion besitzt. Das ist sehr, sehr gut, gerade wenn verschiedene Aufträge da sind, sagen wir mal für Silageballen, und die sollen dann zu einer BGA gefahren werden und dann ist die BGA voll, oder die Kartoffel, die sollen weggefahren werden und dann ist die Fabrik voll. Was macht man? Man kann den Vertrag nicht abschließen. Deswegen ist diese ganz gut, wenn einem die Fabrik nicht gehört oder niemandem die Fabrik gehört, kann endlos einge- und verkauft werden. Perfekt, es ist eine sehr, sehr gute Mod. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese John Deere Händlerschild, kommt von Hungry Cow Designs, Downloadgröße 1,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration ist dieses Händlerschild hier. 1000 Euro kostet das, also sehr teuer für eine Werbung, kann so platziert werden, kostet Unterhalt 5 Euro pro Tag. Wir kommen zu den Wiegestationen von Rajak, Downloadgröße 0,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Da haben wir die große Anlage oder Waage und die kleine Waage, diese hier. Die haben jeweils beidseitig eine Auslesestelle, also ein Display. Kosten zum Hinplatzieren zwischen 35.000 und 50.000 Euro. Unterhalt pro Tag zwischen 15 und 20 Euro. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Feuerwehrsirene von MTL Modding Team. Downloadgröße 2,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich mache diese mal aus, damit wir weitermachen können. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Das ist diese Sirene hier. Kosten zum Platzieren 95.000 Euro und kostet 50 Euro Unterhalt pro Tag. Die nächste neue Mod heißt Spinnerei für Garnrollen und Netzfolie von Didi Mod Passion. Downloadgröße 25 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist diese hier. Da sieht man also diese Röllchen. Kostenpunkt zum Platzieren 60.000 Euro. Und zwar ist das unter anderem eine klassische Spinnerei. Und zwar kann aus Baumwolle oder Wolle natürlich Stoff hergestellt werden. Aber zusätzlich können hergestellt werden diese Netzfolien, zum Beispiel für Lizard, Klaas, Kuhn, Querneland, Pöttinger, Vicon. Und dann dasselbe natürlich die Garnrollen, die können auch hergestellt werden. Natürlich jeweils aus Baumwolle. Und zwar, das sind diese hier auch für die ganzen Marken. Case IH, Klaas, Krone, Kuhn, Massey Ferguson und New Holland. Vorsicht, diese Mod braucht das NetWrap Add-on und das Twine Add-on von Didi Mod Passion. Also ohne dies geht das natürlich nicht. Das ist natürlich klar. Wir kommen zum kleinen Hühnerstall aus Holz. Dieser kommt von Barthe, Downloadgröße 7,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Hühner. Das ist dieses hier. Kostenpunkt zum Hinplatzieren
800 Euro. Unterhalt pro Tag bei 10 Euro. Und hier passen 15 Hühner rein. Kann natürlich aufgemacht werden. Vorsicht, das geht schwungvoll hoch auf und zu. Und hier werden natürlich dann die Eier gespawnt. Wunderbar. Wir kommen zum kostenlosen Wasserpumpen- und Tankspack von Cookie Cat. Downloadgröße 1,91 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Da gibt es drei verschiedene Pumpen- oder Wasserholstellen. Das ist einmal diese kleine Wasserpumpe für 100 Euro, den Brunnen für 300 Euro oder die große Wasserpumpe für 600 Euro. Des Weiteren gibt es unter Silo-Erweiterungen diese Tanks hier. Wenn man die hinstellen will, heißt es, dieser zusätzliche Wassertank muss in der Nähe von Gewächshäusern platziert werden. Das heißt, wenn man das in die Nähe hinstellt, da werden die Treibhäuser automatisch mit Wasser versorgt. Das heißt, das ist eine sehr praktische Lösung. Wir kommen zu der Halle mit Kühlraum vom Farmer 5 Tom. Downloadgröße 17,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier ganz verschiedene Hallen, und zwar einmal die Silohalle mit Türen, eine Silohalle mit Türen, gespiegelte Version, das heißt also die seitenverkehrte Version. Dann gibt es die Silohalle ohne Türen und natürlich auch hier die gespiegelte Version. Dann gibt es die Halle mit großem Kühlraum und natürlich auch hier die gespiegelte Version. Und dann gibt es die Halle mit kleinem Kühlraum und natürlich auch hier die gespiegelte Version. Kostenpunkt liegt zwischen 28.000 und 40.000 Euro. Kosten für den Unterhalt liegen zwischen 20 und 70 Euro pro Tag. Das sind diese Hallen hier. Da gibt es den Kühlraum. Da habe ich jetzt mal diesen hingestellt. Das ist dieser hier. Gibt es natürlich noch den Lichtschalter. Und das war es dann mit dieser Halle. Wir kommen zu der Donut-Bäckerei von Yoast. Downloadgröße 1,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist diese hier. Man sieht dann diese drei Donuts oben drüber. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro. Unterhalt pro Tag bei 100 Euro. Jetzt sagt ihr bestimmt, wir haben noch vor kurzem gerade eine Donut-Fabrik erhalten. Das ist richtig. Hier haben wir jetzt eine zweite. Und zwar braucht ihr ein bisschen mehr, um einen Donut machen zu können. Und zwar braucht diese zum einen für den gezuckerten Donut Mehl, Zucker, Milch, Eier und Butter. Dann gibt es, daraus gibt es fünf Donuts, und zwar die Glazed Donuts. Dann gibt es den Strawberry Donut, und das ist dasselbe Rezept, plus zwei Einheiten Erdbeeren. Und dann dasselbe mit dem Schokoladendonut, der braucht dann zwei Einheiten Schokolade dazu. Und natürlich kommt dieser auch noch mit einer Verkaufsstelle, die natürlich dann Donuts annehmen kann. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod von heute, und zwar ist das der große Pavillon aus Metall. Dieser kommt von FSG Modding und FSG Davar. Downloadgröße 0,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Pavillon hier. Kostenpunkt zum Platzieren 95.000 Euro und Unterhalt pro Tag 10 Euro. Es gibt hier Lampen drin. Ich habe aber nicht herausgefunden, wie ich die anmachen kann. Entweder gehen die dann automatisch an. Auch hier passiert nichts. Das ist diese Halle hier. Ja, riesengroße Halle. Da passt einiges rein. Und damit kommen wir zum Ende von diesem Video. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Falls es dir gefallen hat, dann lass doch gerne den Daumen da, falls du keine weiteren Videos zu den Mods, die im Giants Mod Hub rauskommen und andere Inhalte in diesem Kanal nicht verpassen, dann hol dir gerne das Abo ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall von ganzem Herzen ein wunderschönes Wochenende. Genießt das, genießt die freie Zeit mit den Familien, genießt die Natur, geht ein bisschen raus, zockt natürlich auch ein bisschen LS und natürlich genießt es. Dann sage ich danke, tschüss und hasta luego.